Ich sehe die kleine Falte auf der Stirn von meinem Lehrer, wo sagt, du bist Drack. Du bringst es zu nichts. Das ist das zweite Basler Gässli Filmfestival. Und ja, wir zeigen heute den Film der Jugendlichen von Basel, die eingereicht haben für eine Competition. Wir haben sehr viel Support auch von unserem Festivalgast Xavier Koller. Er ist natürlich genial. Er ist von LA und hat wirklich super überall mitgemacht. Genial. Ich finde, die jungen Leute müssen ein Forum haben, um ihre so Arbeit zu zeigen. Und es braucht ab und zu ein Vehikel, um das populärer zu machen, als das sehe ich mir. Einsamkeit. Talkshows. Fertiggericht. Psychologen-Schwatz. Ja, man kann seine Gedanken versuchen, anderen Leuten zu zeigen. Und ja, eigentlich hauptsächlich das. Und ja, beim Drehen einfach alles, was dort passiert, Pannen und so, das ist einfach toll. Ja, es ist einfach toll, dass man in dieser Szene kommt und ja, dass man mit dem mal in Bekanntschaft kommt, mit all diesen Leuten. Also, dass junge Filmemacher unterstützt werden, finde ich sehr wichtig. Und ich habe das Glück, bei einem Film mitspielen, bei einem jungen Regisseur, wo ich selber denke, dass er wirklich eine tolle Zukunft hat. Damn it, Delaware! It was a stupid accident. Ich bin zum ersten Mal hier jetzt beim Gässli Filmfestival. Ich habe schon sehr viel gehört, aber bin noch nie da gewesen. Und ich finde es super. Also es ist eine sehr kleine, schöne, familiäre Atmosphäre und so muss es sein. Und ich freue mich schon sehr drauf. Wir Fabelfilm unterstützt das Festival, weil es aber toll ist, dass es in der Region Basel eine Plattform gibt für Jungfilmerinnen und Jungfilmer. Und es gibt aber nicht sehr viel in der Region Basel. Und ich finde es toll, dass der Jakun Kartoff das organisiert. Das Gässli Filmfestival ist eine tolle Sache und ich hoffe, dass es so weitergeht.